Mein Name ist Johannes Steiner, doch meine Freunde nennen mich Joe. Ich bin verheiratet, 25 und ich habe meinen Kindheitstraum zum Beruf gemacht. Ich bin Lokführer, oder vielmehr, ich war Lokführer, denn leider bin ich tot. Und warum, das werde ich euch jetzt erzählen. Ihr fragt euch sicher, wieso kann ein gottverdammter Lokführer, der tot ist, überhaupt noch sprechen? Ehrlich gesagt, ich weiß es selber nicht. Aber ich denke, ich soll euch noch diese Geschichte erzählen, bevor ich gehe. Die Eisenbahn. Eines der sichersten Verkehrsmittel auf der ganzen Welt. Und wir machen sie dazu. Wir und die Technik dahinter. Stählerne Ungetüme, die mit viel PS Tausende von Menschen von A nach B bringen. Wir haben schon einen tollen Beruf und tragen eine Menge Verantwortung. Meine Frau sagt immer, du musst doch nichts machen, du hast ja nicht mal ein Lenkrad. Meine Frau hat keine Ahnung von Signalen, von Sicherheitseinrichtungen, von den Tausenden von Tonnen, die wir täglich bewegen müssen. Sicher und pünktlich und wirtschaftlich. Eigentlich kann nichts passieren, denn alles ist doppelt und dreifach abgesichert. Es braucht schon mehrere Faktoren, bis es zu einem Unfall kommt. Unaufmerksamkeit, fehlende Sicherheitseinrichtungen, falsche Entscheidungen. All das sind Faktoren in einer Kette, die letztendlich zu einem Unfall führen. Wie in meinem Fall. Es passierte hier, im Bahnhof Arnek. Eigentlich ein ganz einfacher Bahnhof. Er besteht nur aus zwei Gleisen, mit jeweils zwei Ausfahrsignalen in jede Richtung. 300 Meter vor den Ausfahrsignalen liegt normalerweise eine Sicherheitseinrichtung, der 500-Hertz-Magnet. Doch nicht jedes Gleis im Bahnhof hat diese Sicherheitseinrichtung. Dieser fehlende Magnet wurde mir zu Verhängnis. Doch beginnen wir von ganz vorn. Jede Geschichte beginnt, es war ein ganz normaler Tag. Aber das war es nicht. Ich war zu Hause und bereitete mich auf meine Schicht vor. Was machst du da? Ich denke, wir wollen jetzt essen. Nee, ich zieh mich um. Ich muss arbeiten. Was? Nicht dein Ernst. Warum weiß ich das nicht? Ich habe den Tisch schon gedeckt. Meine Schwester kommt gleich. Was? Seit wann ist denn deine Schwester hier? Warum willst du denn das jetzt wissen? Was ist denn das jetzt für eine blöde Frage? Natürlich will ich das wissen. Ich habe extra noch einer Schicht zugestimmt, dass wir am Wochenende frei haben. Du sagst zu allem Ja und Amen. Bist du der einzige Lokführer bei euch? Du weißt doch ganz genau, wie das läuft. Meine Schwester ist aber nicht oft in der Nähe. Können wir nicht einmal was machen, ohne dass deine Arbeit dazwischen funkt? Ja, genau. Einmal. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Wieso jetzt Quatsch? Du übertreibst doch wieder maßlos. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst nicht immer so hohe Ansprüche an mich stellen. Ansprüche? Hab ich was von Ansprüchen gesagt? Nee, aber du tust so. Ich hab dir gesagt, dass es bei mir anders ist. Ich bin Schichtarbeiter. Ach, Joe. Och, Joe. Och, Joe. Was soll denn das jetzt heißen? Och, Joe, das geht so nicht. Och, Joe, das glaube ich nicht. Das wird mir jetzt zu blöd. Das ist die gleiche dumme Diskussion, wie ich immer mit der Lokleitung habe. Wieso regst du dich denn jetzt so auf? Ich werde mich doch wohl aufregen dürfen. Mit Wut im Bauch ging ich zum Dienst. Ich hatte heute eine einfache Tour, nur Regionalbahn. Ich rüstete mein Fahrzeug auf und dachte dabei immer wieder an diesen blöden Streit. Ja, ich war abgelenkt, aber was sollte schon passieren? Ich muss ja nicht lenken. Auch während der Fahrt grübelte ich. Sollte ich wirklich kürzer treten? Hatte ich vergessen, ihr zu sagen, dass ich meinen Dienst getauscht habe? Oder übertreibt sie einfach nur wieder?
Ich tat, was ich eigentlich sonst nicht machen würde. Ich holte mein Handy raus. Ich las ihre Nachricht. Sie wolle reden. Reden. Frauen wollen immer reden. Ich grübelte. Ich schrieb. Ich war abgelenkt. Dann kam ich zum Bahnhof Arnek. Normalerweise fährt dieser Zug immer durch. Doch heute war es anders. Eine außerplanmäßige Kreuzung erwartete mich. Der Fahrdienstleiter Arnek ließ mich in den Bahnhof einfahren. Doch die Ausfahrt war Halt. Ich quittierte das Vorsignal und bremste meinen Zug unter 85 km/h, so wie ich es immer machte. Doch dann löste ich aus. Ich ließ den Zug rollen. Mit 80 km/h. Ich war wohl voll in Gedanken. Spätestens hier hätte mich der PZB 500 Hertz Magnet abgeschossen, so sagen wir im Fachjargon, den Zug zwangsgebremst. Doch in diesem Bahnhof lag kein 500 Hertz Magnet. Darum rollte der Zug weiter mit 80 km/h auf das Ausfahrsignal zu. Erst das Hauptsignal würde eine Zwangsbremsung einleiten. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass ich aus dem Führerstand geschleudert wurde. Ich hatte es nicht mehr rechtzeitig aus der Tür geschafft. Der Lokführer des Gegenzuges wurde eingeklemmt. Ihn hat man nach Stunden erst bergen können, aber er lebt. Ich fand mich ca. 100 Meter von der Unfallstelle entfernt wieder. Ich lag auf dem Rücken, konnte mich nicht bewegen. Immer wieder verlor ich das Bewusstsein. Eine gefühlte Ewigkeit hat es gedauert, bis ich die ersten Sirenen der Einsatzkräfte hörte. 135 Menschen wurden verletzt, 47 davon schwerst. Der Notfallmanager der Bahn rief bei meiner Frau an, um ihr zu sagen, dass ich im Krankenhaus liege. Ja, genau. Was? Daraufhin machte sie sich sofort auf den Weg. Doch sie würde zu spät kommen. Während sie ins Krankenhaus fuhr, hörte mein Herz auf zu schlagen.